Oh, guten Morgen. Ich schließe jetzt erstmal. Ich bin total fertig. Ist ja noch so lange gebraucht, um Videomaterial zu rendern. Weil ich das alles mit dem Laptop mache und der natürlich keine gute Leistung hat. Also nicht die Leistung, die der Computer hat. Hat das ewig gedauert. Jetzt bin ich total fertig, weil ich um 1 Uhr jetzt fertig war ja mit. Heute Morgen schon wieder. Oh, Entschuldigung. Morgen bin ich schon wieder früh unterwegs gewesen, habe meine Tochter zur Schule gebracht. Ja, und jetzt bin ich hier. Und sie wieder weg bis heute Abend. Ja, so ist es. Und dann hat YouTube auch noch sozusagen mir die Möglichkeit genommen, 20 Euro im Jahr zu verdienen, indem jetzt alle Videos nicht mehr monetarisierbar sind. Außer man ist super angesagt oder so. Ja, also meine Videos sind es nicht wert, dafür Werbeanzeigen zu schalten. Das sind ja auch miserable Videos, gebe ich dazu. Plus, wie gesagt, man freut sich ja doch mal, wenn dann das irgendwie, es geht ja gar nicht um diese 20 Euro oder 25 Euro, die man da verdient oder was weiß ich hier, was mein, der innere Kunde hier meinte, dass er kriegt 2000 Euro im Jahr ungefähr über YouTube zusammen. Das sind natürlich alle Beträge, das sind alle, die fallen alle darin, in diese Regelung nicht monetarisierbar, weil das einfach nicht steht. Interessiert die Leute nicht, sagen sie, und dann schalten sie keine Werbung. Das fällt jetzt alles weg. Das betrifft da sehr viele YouTuber. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Also mich stört es eigentlich in dem Sinne nicht so, weil mich betrifft das finanziell gar nicht. Die 20 Euro, 25 Euro, die wäre ich sowieso in 10 Jahren, hätte ich die nicht abgehoben. Oder aufs Konto überwiesen, weil also wirklich für ein Jahr Arbeit rechnet man auf die Stunde aus, ist ja nicht mal ein Cent. Also insofern totaler Schwachsinn. Aber für viele andere, die ja wirklich ganz schön Geld gemacht haben bisher, auf eben auf null, ja, null Einnahmen, das ist ja ganz schön rudern denn. Also kann ich mir vorstellen. Vielleicht betrifft es ja auch ja nicht so viele. Ich habe keine Ahnung, ich wüsste ja nicht, wie sich das entwickelt, werden wir sehen. Ich schließe jetzt den Computer an und mache den Livestream an. Diesen schrecklichen Livestream. Bald ist alles wieder schön. Es ist also Zeit der abgebrochenen Lampen. Hier haben wir wieder eine. Heute. Da ist der Teil dazu. Furchtbar, Lampe funktioniert, wie immer. Licht ist in Ordnung. Aber der ist das im Arsch. Scheiße, das ist ärgerlich. Ja, so ist es. Ist das nun mal? Dann müssen wir mal durch. Ich baue jetzt die hier an. Schau erstmal, ob die funktioniert. An dem Lastenrad da oben. Damit der Klumpen vom Eingang wegkommt. Holen wir jetzt erstmal was zu essen. Bin gleich wieder da. Jo, ich habe mein Essen. Jetzt wird die futtert. Ja, der Tommy lässt sich's gut gehen. Mit der Lunchbox. Kinoschule. Guck die. Eine Mini-Salami. Fantastisch. Alles, was man nicht macht, mache ich. Mit vollem Mund. Moderieren. Ja. Jetzt war die Mutti da. Ich gucke jetzt hier gleich mal kurz nach oben. Ja. Jetzt soll ich hier warten. Kommt ja keiner. Eigentlich alles durch. Heute. Ja. Nochmal schauen. Vielleicht tut sich auch Nachmittag noch mal was. Also ist ja schon Nachmittag, ist ja schon um 1. Da kann ich oben was machen, ist auch gut. Also. Jetzt haben wir den Salat. Beide Bremszüge erneuern, auch noch an dem Rad. Rad hatten wir schon, Lampe haben wir angebaut vorne. Ja, aber hier. Alhunga-Bremsen. Alhunga ist, glaube ich, thailändisch und heißt billig.
Also, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber jetzt sind wirklich echt die Schrott. Funktionieren nicht mehr richtig. Muss ich alle zerlegen, halt auseinandernehmen. Das ist ja schön nervig. Aber das macht man nicht alles für die Kundschaft. Ich mache das auf alle Fälle jetzt fertig. Ich wollte eigentlich nach oben gehen und kurz mich ein bisschen anderen Sachen widmen, aber das geht nicht. 13 Uhr, jetzt kommt auch ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen heller draußen, kommt ein bisschen die Sonne durch die Wolken. Ja, also nicht wirklich, aber jetzt ist es wirklich hell. Sonst denkt man ja immer, es ist Nacht schon. Ja, das ist ja unglaublich schlechtes Wetter dieses Jahr. Ja, dann fange ich mal an. Beide Züge erstmal rausruppen, Bremsen abbauen und dann ein bisschen fetten und gängig machen. Haben wir alle schon gesehen, aber ich mach's einfach. Immer wieder machen. Das muss man immer wieder machen. Einmal im Jahr sollte man die Bremsen komplett überprüfen. Wenn man kann, auseinandernehmen, fetten. Ja. Und so, wenn es sich lohnt natürlich. Man kann natürlich nicht eine billige Bremse hin und her schrauben, tausendmal auf und zu machen. Das funktioniert auch nicht, weil dann sind die Schrauben irgendwann durch. Ne? Bei einer teuren Bremse, wo man es machen kann, sollte man es auch machen. Ja, einmal im Jahr aufmachen, die Züge rausnehmen, fetten oder eben ersetzen. Ja. Bremse auch mal abschrauben vom Bremssockel, da auch ein bisschen Fett rauf auf den Bremssockel, damit die gut sich bewegen kann, Bewegungsfreiheit hat sozusagen. Ja. Gehört einfach mit dazu zur Bremsenpflege. Dann läuft der Hebel auch schön leicht und ja, das ist einfach viel schöner, wenn man dann einfach mit einem Finger bremsen kann am Ende, als wenn man immer, ja, man wächst ja so mit dem Fehler und dann wird es auch immer schwerer und schwerer und schwerer und irgendwann hat man gar keinen Effekt mehr. Also, dem widme ich mich jetzt. Da wünschen wir mal Glück, ne? Gut, das haben wir auf alle Fälle hinbekommen. Hier, das ist der vordere. Die vordere Bremse läuft. Und das Rad läuft auch wieder ganz, ganz gerade. Da hat nämlich hier eine Speiche gefehlt. Die haben wir hier neu eingezogen, diese hier. Die war weg. Da war eine riesen 8 drin. Die daneben war total locker. Ist jetzt erledigt. Und hier hinten auch einen neuen Zug. Hat die gute Dame noch braucht, sind neue Bremsbeläge dann. Vielleicht kann sie das auch selber ranbauen, weiß ich nicht, werde ich ihr vorschlagen. Ja, aber das sollte man noch machen. Dann ist die Bremse komplett erledigt. Das ist doch schon mal was. Na, bis zum nächsten Auftrag. Schauen wir mal, was heute noch kommt. Bis später. Warum? Ich war jetzt zum Computerkurs. Um 6 Uhr sind dann noch alle dicht. Da sind wir bekloppt. Bei uns hier ist bis Abend um 10 Uhr auf. Ja. Kannst bei Aldi um 10 Uhr noch was kriegen. Lidl kriegst noch was. Ja. Penny Adobe ist um 10 Uhr auf. Ja. Und eine Bahnhöfe bis 0 Uhr sogar. Ja. Und Spandau? Am Ostbahnhof der Rewe, der hat 24 Stunden auf, also bis 12 Uhr. Ja. Penny bis um 23 Uhr. Ja, und in Spandau?
Um 6 sind alle Läden dicht. Ja, dann liegen. Da. Ist da schon bekloppt sind das. Ist das schon Randbezug? Da bekloppt. Um 6 dicht machen. War früher normal? Ja, aber das hat sich da geändert, Thomas. Wer spät von Arbeit kommt, der kriegt dann nichts mehr. Ja. Früher, ja klar, nach dem Krieg haben sie um 6:30 dicht gemacht. Ja. Aber heute nicht mehr. Verdunkelung. Kleine Fotzenläden, ja, die machen zu. So ein kleiner Putzelladen auf dem Lande, die machen auch um 6 dicht. Aber da gibt es ja Spätkauf. Aber nicht auf dem Lande. Na doch, im Osten hatten sie auch einen Späti. Die hatten auch Spätis. Ah, okay. Die hatten auch ihre Spätiläden, hast du am Abend um 10 Uhr was gekriegt. Ja, Spätis. Ja, beim Späti. Ist nicht schlecht. Spätkauf. Delikatesse. Und, nee, auch so. Milch, Käse, Wurst, alles war ein bisschen teurer. Ein paar Ostmark teurer wie normal, aber hast du was gekriegt. Also. Tommy! Ja, bitte! Da hängt an der Tür ein Zettel für euch, für ein Paket. Also die sind manchmal zu blöd, das hier unten abzugeben. Also wenn der bei mir klingelt, schicke ich ihn meist zu dir. Ja. Oder irgendwie ins Müller dran. Ist ja nicht von mir. So Nachname mit Nachnamen bestellen oder nicht? Das ist doch wieder irgendein Quatsch. Na gut, okay, alles klar. Ich warte nicht. Bro, wir machen alle Läden schon zu. Gut, so ist es. Mensch, da war gerade ein Fitzelchen Sonne. Blauer Himmel. Ich war gerade da und hat mir einen Kaffee mitgebracht. Jetzt bin ich wieder ein bisschen glücklicher, auf alle Fälle. Ja, das ist mein Tag heute. Eigentlich ist es wirklich sehr, sehr wenig los. Es ist sogar richtig kalt, finde ich, heute. Ja, wenn man wenig los ist, man bewegt sich so wenig. Es regnet und macht und tut die ganze Zeit. Richtig reingeregnet hier. Guck mal. Moin, Leute. Gehen wir mal schnell wieder runter, das bald Zeit, den Ofen anzumachen, auf alle Fälle. Der erste Kaffee heute und das um 3:30. Oh, wird immer besser. Bleib immer länger wach. Meine Zeit verschiebt sich. Jo, was kann ich heute noch machen? Na, eigentlich nicht mehr. Jetzt warte ich nur noch auf ein paar Leute, die ein paar Räder abholen. Und dann ist eigentlich Feierabend. Ja. Da wird heute nicht mehr viel passieren. Ich glaube auch hier
bei dem Wetter halt nicht. Ne? Also da ist halt nicht mehr los. Das ist so ganz normal. Ich meine, das ist ein Fahrradladen, das ist ja hier kein Schwimmbedarf. Ne? Schwimmbedarf bei Regen vielleicht. Ja, aber mit Fahrrädern ist heute nicht ganz so dolle. Ne? Aufräumen könnt ihr immer, das stimmt. Da habt ihr recht, ihr könnt aufräumen. Aber ja, ich hab keinen Bock. Oh nee, also da ist manchmal dann häufig lieber oben was auf oder hier noch was zusammen in der anderen Wohnung oder so. Da gibt es auch noch so viel zu tun. Das werde ich vielleicht jetzt machen. So, ja, ich da mal kurz hin und sortiere ein bisschen meine Antiquitäten. Das ist mir doch glatt noch eingefallen, was man noch reparieren könnte. Ne? Der Schirm ist kaputt, Jan. Na, jetzt regnet ja gerade draußen und wir brauchen alle Schirme ab und zu. Und der hier ist ein bisschen kaputt, der hängt hier auf einer Seite. So, was ist denn da los? Ne? Meine Kinder haben den auf den Boden geschmissen und sind drauf rumgetrampelt. Das ist da los. Was macht man nun? Kann man das reparieren? Ist das reparabel oder ist das im AA? Ne? Dazu müsste man sich das erstmal angucken, wo das Problem überhaupt liegt. Ein Regenschirm. Regenschirm ist ja auch so ein Ding. Ja, früher wurde das gebaut von Schirmmachern. Tatsächlich, da gab es Schirmmacher. Ja, da wurden Regenschirme gebaut. Heute wird es gebaut in China von kleinen Kindern. So, diese kleinen Kinder kriegen nur sehr wenig Material zur Verfügung und auch sehr wenig zu essen. Natürlich auch fast gar keinen Lohn. Ja, deswegen sind die Schirme so, ist die Rache der chinesischen Kinder, so konzipiert, dass sie beim ersten Windstoß meist kaputt gehen. Außer man holt sich einen Schirm vom Schirmmacher. So, der ist dann besser konzipiert, besseres Material und so weiter und so fort. So ist das halt überall. Zum Thema. Was machen wir jetzt? Der Schirm ist kaputt, der ist gebrochen. Hier, an der Stelle, da, fast gebrochen. Da, fast gebrochen, da ist auch so, ja, die Hülle schon durch, sehe ich gerade. Aber wir gucken trotzdem, ob wir das hinkriegen, ob wir den stabilisiert kriegen irgendwie. Und hier, da, auch. Also, was kann man machen? Man kann einiges machen und zwar sogar einiges mit Fahrradteilen. Welches Fahrradteil wäre dazu besser geeignet als eine Speiche? Wir nehmen eine alte Speiche, wir nehmen die von Leon, die Speiche. Ja? Von Leons alte Speiche oder nehmen wir eine neue Speiche. Wir nehmen eine neue, dann sieht sie da Ärger. Leon möchte die Speiche bestimmt behalten. Ein Rahmen, seine erste, die gebrochen ist. Wer möchte schon seine erste Speiche freiwillig abgeben? Hier haben wir doch eine schöne Speiche. Und wir brauchen ja noch eine Speiche. Und wir brauchen sogar noch eine. Und noch eine. So, drei Speichen haben wir. Mehr brauchen wir nicht. Ja, und dann schauen wir doch mal, was wir mit diesen Speichen. Ich habe jetzt sogar vier Speichen. Drei Speichen und ein bisschen Rödeldraht, den ich jetzt auch noch hole, anfangen können. Ob wir damit was anfangen können, ob es was nützt oder ob das alles zum Scheitern verurteilt ist, werden wir nach verschenkter Arbeit, Arbeitszeit, Lebenszeit wissen. Ja. So, wie kriege ich denn jetzt nun das hier hin, dass da eine Speiche drin passt? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es muss ja leicht gebogen sein, müssen wir simulieren. Und ansonsten erstmal versuchen, das gerade zu biegen. Dabei kann es natürlich brechen, dann wäre das alles kaputt. Dann ist es halt so. Aber wir probieren es mal. Ich probiere es mal. Mit biegen. Wenig so. Was ist denn da draußen los? Also das Gewinde muss ab hier vorne. Knapsig mal ab. So, jetzt beginnt das Spiel
an die Macht. Sozusagen. So, das ist ja nur eine Idee von mir, eine fixe, weil ich so viel Langeweile habe gerade im Moment, dass ich mir einen Kopf mache, was man reparieren kann, was man recyceln kann, ob das möglich ist, sozusagen. Das ist ja schon alleine, wenn das möglich ist, wäre das ja schon toll. Ende ohne ab. Jetzt wird ein bisschen hier zurechtgebogen. Ja, und ich hätte selber nicht geglaubt, aber es sieht so aus, als könnte es tatsächlich funktionieren. Jetzt machen wir noch ein bisschen Draht dran. Das ist ein sehr feiner Draht hier. Ich glaube, der taugt jetzt eher nur zum Fixieren. Jetzt hier in die Gefahrenstelle auf Anfäller hin. Wo ist er? Hier. Tja, was haben wir jetzt hier oben ohne ihn? Am Ende. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das so professionell überhaupt notwendig ist, tatsächlich. Aber es wird einfach mal gemacht. So, dann abschneiden, die überschüssigen Reste werden einfach weggecuttet hier. Das ist aber noch sehr. Ne, das hält nicht. Das ist kein schöner Draht. Kann man es auf alle Fälle machen? Tja. Und was soll ich sagen? Also ich muss mal sagen, aus dieser krummen Stange, ja, wie der hier, ist wieder eine gerade geworden.
Also es scheint zu funktionieren. Und ich würde dann am besten am Ende, das ist jetzt zum Fixieren, ist jetzt mit Draht ganz gut. Und wenn man am Ende dann mit einem Faden rumgeht und das komplett vernäht, so wie es hier sowieso gemacht ist, ne? Dass das hier mal vernäht wird, dann da nochmal, dann da nochmal, dann da nochmal. Wenn man das mit einnäht, dann sollte das halten. Dann sollte das richtig lange halten sogar. Bin ich der Meinung. Ja, also es funktioniert. Speichen. Ne? Ich mache die nächste jetzt auch nochmal rein. Hier an diesen Draht. Wir gucken uns den vorher an. An diese Strebe hier. Da werde ich jetzt diese Speiche hier einsetzen. In die Strebe, sodass sie hier wieder liegt. Schauen wir, ob das funktioniert. Also was man sagen kann, ist, dass es natürlich funktioniert. Ja, jetzt muss es nur noch eingebunden werden wieder, weil hier sind diese Schlaufen gerissen. Das funktioniert. Aber wenn der Bruch sozusagen sehr weit an diesem Gelenk ist, naja, da kommt man natürlich nicht hinter. Ja, also das kann man nicht schienen. Alles andere kann man schienen mit einer Speiche. Also wirklich, man kann viele Sachen reparieren, auch wenn es ein bisschen Arbeit macht oder so. Man muss ihn nicht gleich wegschmeißen. Ein Schirm ist heutzutage leider Gottes wirklich zu so einem Artikel geworden, der kostet 5 Euro. Und da sagt man sich, ja, 5 Euro, ey, 5 Euro. Ja, aber 5 Euro, um 5 Euro wirklich zu verdienen, um sie ausgeben zu können, muss man ja 10 Euro verdienen. Ne? Also der Rest geht ja steuerlich weg. Oder für Krankenversicherung oder was auch immer. Ja, muss man ja auch erstmal verdienen. Und wenn man das verdient und eine Stunde dafür arbeiten muss, dass man 10 Euro irgendwie verdient, wovon man dann 5 Euro hat zum Ausheben, einfach so, weil irgendwas kaputt gegangen ist, was man eigentlich reparieren kann. Naja, wenn man sich da 10 Minuten hinsetzt und das repariert, warum nicht? Ne? Ist doch nicht verkehrt. Ich finde das nicht verkehrt. So ein bisschen, manchmal auch nicht immer gleich alles neu zu kaufen. Und ein bisschen, ja, zu verwerten. Alte Dinge. Ne? Sowieso. Deswegen habe ich ja so viele alte Sachen. Ja. Ja, das war's. Ich würde mal sagen, das ist mir gelungen. Das ist erwiesen, es funktioniert. Und die Speichen selber sind ja auch keine neuen Speichen, sondern sind dann alte Speichen. Ja, die man, kann man dann nehmen von irgendeinem Schrottrad oder Physik. Hat man ja, findet man oder kriegt man beim Fahrradladen umsonst. So ein Rad möchte ich mal behaupten. Wenn da noch einer Geld für haben will, für sowas, was er eigentlich an kostenpflichtig entsorgen müsste, ja, dann zeigt man einen Vogel und geht zum nächsten Laden. Ja, bei mir bekommt er sowas, wenn das gerade da ist, könnt ihr euch kostenlos abholen. Ja. Also. Ja, so sieht er jetzt final wieder aus. Wieder gerade, überall. Ne? Volle Spannkraft. Da schwächelt noch das eine Teil. Wie gesagt, das muss noch in die Mitte gebunden werden. Ansonsten die anderen wunderbar funktionieren, halten, tun ihren Zweck. Also. Naja, und wie gesagt, ein bisschen Zeitaufwand, aber ansonsten. Gerettet. Nicht viel. Nee. Bei dem Wetter. Bin erstaunt, dass du hier bist. Ja, ja, ich hatte nichts. Ja, war so. Was ist mir das für eine? Alle Karre. Der war immer so schlecht zu Hause. So mies, hat gedacht, ich muss noch eine halbe Stunde rausziehen. Erst mal gucken. Ein bisschen erholen. Gucken und erholen? Ja. Dann erhole ich mal. Dann erhole ich mal. Oh, Mann. Wieso ist dir schlecht? Naja, so ein bisschen war der schlecht. Ja, kann man bald so sagen. Die waren mir die vier Mal, ich sitze so schön, ich bin das hier am Einschlafen. Am Essen, aber immer klingelt jetzt jeder wieder schon die Sturm. Von drauf. Immer kommt, ihr dachte, wo ist denn das? Also wieder die Tür da, immer sich an der Kopf. Jetzt wieder die Maler. Ich sage, 14 Tage sitzt ihr an meinem Balkon. Ja. Da eine Ecke, wir müssen wieder machen. Zeigt er mir einmal, ich sage, komm, mach das Ding. Immer lasse ich Balkon hier hoch, weil da sagt er, machst du Mittagsschlaf? Ich sage, ja klar. 14 Tage, jeden Tag fummelt er etwas, ja. Ja, muss doch mal sagen, muss doch mal Ruhe sein. Hab ich auch gesagt, ja. Das war der oben, der zu treffen war, der Rumäne, hat vorhin gesprochen und da sagt er, er wird am Mittwoch bei mir
die Fenster streicht, also von außen, mal Balkonfenster, habe ich da holen, mich da kannst du machen. Ein aufregender Mittagsschlaf für Wolfgang. No, nun bin ich gerade auf dem Weg nach oben und da sehe ich schon wieder an der Hauswand, was hier schmiertet. Ach, dass sie immer die Hauswand bemalen müssen, das ist echt ätzend. Gott sei Dank auf den lasierten Fliesen, da kann ich mit Stahlbolle das wegmachen. Subaru! Ja. Allradantrieb! Ein Schnickschnack. Ja, schön clean. Geräumig und klein. Und du kriegst einen kleinen Parkplatz. Du hast 6 Sitze drin. Ja. Ja. Ja, ist. Weg ist es. So, der Tommy ist schon zu Hause und quatscht jetzt wieder mit der Kamera. Meine Frau guckt wieder ganz ungläubig. Was macht der da? Warum quatscht der mit der Kamera? Mit wem spricht es? Ja, ich würde schon gleich belagert von der Katze. Ja, die hört mich sofort, wenn ich sitze, miau, bumm, ruf. So ist es. Ja, schlechtes Wetter haben wir, wie gesagt, deswegen ist wenig los. Ich mache jetzt schon Schluss, ich bin jetzt schon zu Hause. Dann habe ich ein bisschen länger Zeit, das Video zu bearbeiten und hochzuladen. Und schau mal, meine Tochter liegt auch hier neben mir schon, die ist auch schon ganz dröge im Kopf. Ja. Jetzt werden mir Gürkchen gereicht, natürlich sind die nicht nur für mich, aber... Und eine leere Flasche von meiner Tochter an der anderen Seite. Ja. Mmh. Ja, ich schließe.